Servus miteinander und herzlich willkommen bei drei Bayern on Tour. Heute nochmal zum letzten Mal aus dem winterlichen Grödnertal. Heute geht's auf wie auf den Dante Cipies. Da ist einmal zu jeder Jahreszeit Unterschied da oben. Wir fahren mit der Seilbahn auf und suchen wir uns dann unseren Weg zur Jimmy Hütten. So, jetzt hat. Gib mir die Karte, bitte, geh weg. Jetzt haben wir den Kampf hinter uns. Genau. Dass du mal reinkommst in der Gondel, und wir lassen den Skifahrer und Skifahrer und nochmal Skifahrer. Ja, das ist ganz wichtig. Aber erst einmal guten Morgen. Ja, ohne Sorgen. Mit der Kinder da, Sonnenschein. Ja. Und jetzt fahren wir auf den Dante Cipies. Jawohl. Und dann gehen wir zur Jimmy Hütten, schön gemütlich. Da trinken wir einen Aperol. Genau. Bye.
Wunderbar. Da ist einfach immer schön. Aber eigentlich jetzt mal da, gell? Der Ausblick von alles ist einfach voll da. So, jetzt habe ich gemeint, im Aperol fühlst du dich wohl, aber pfeifen, Dickel, gell? So? Bei dieser Sulzschneelage da. Kater, sag doch mal, was das ist ja so früh, als wir 50 Kilometer fahren. Wir haben so leckere Speckknädel gegessen. Speckknädelsuppen und ein Aperol. Ja. Und schön war es wieder. Ja, total schön. Voll leicht. Ja, aber da ist keiner. Aber angenehm. Aber schön. Da, wo wir gehen, geht keiner. Nein, das ist halt ganz wir sind ganz alleine. Guck mal, ganz allein genießen da jetzt. Wunderschön. Ja. Ja, und jetzt dackeln wir wieder zurück. Und jetzt gehen wir zur Seilbahn. Dann fahren wir oben. Dann fahren wir ins Hotel. Genau, weil wir chillen. Dann gibt es Chill. Chill. Du machst doch nicht was. Der Saufgelage. Saufen, saufen und Zigarillo. Genau. No, ist die Welt wieder in Ordnung. So ist es. Dann bis später. Das. Ja, war wieder wirklich schön auf der Chimihütte und am Dante Chippies. Oben ist einfach eine wunderschöne Gegend. Und im Winter, da ist man da wirklich ganz allein, weil wandern tut da fast keiner, sind alle beim Skifahren. So, wir schweben jetzt wieder runter ins Tal. Und am nächsten Tag sind wir noch ein bisschen durch Wolkenstein gestolpert, das zeige ich auch noch. Und dann ist er schon wieder nach Hause gegangen, es war ja wieder bloß eine Woche, aber die Woche ist einfach wieder wunderschön gewesen. Und wir verabschieden uns jetzt vom Grödnertal von euch schon mal. Beim nächsten Mal geht es dann ins Pinzgau und zu die Krimmler Wasserfälle. Das waren wieder Regenspiele, kann man sagen, von oben, von unten und von all die Seiten. Aber das werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Für uns persönlich geht es jetzt seit Ostern 2023 natürlich wieder ins Grödnertal. War eine spontane Entscheidung, dass wir jetzt die paar Tage über Ostern nochmal hinfahren. Und da freuen wir uns schon narrisch drauf. Wir wünschen euch schon mal das Gute. Ihr seht natürlich nochmal das Abendessen und so weiter. Aber wir verabschieden uns schon mal und freuen uns schon wieder, wenn wir euch wieder begrüßen dürfen. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, bei den Krimmler Wasserfälle. Macht es gut. Servus. Machen wir Rang 3. Ja, da hinten ist aber nicht mehr. Geht zum Geh für mich. Er hat wieder seine Stiefel nicht umgezogen. Ja. Böse, böse. Weil man mich nicht informiert hat, dass man sowas. Ja, und einen falschen Vorwand haben sie mir ausgelockt. Er wollte nämlich nicht raus. Unscheinbar. Dann haben sie gesagt, wir gehen wir bloß ins Kaffee. Und jetzt denkst du, was weiß ich, worum so heißt. So ist Leben. Naja, jetzt sind wir in Wolkenstein. Am schönen Grödnerbach. Da haben wir ein bisschen rumhatscht. Ja, ein bisschen schaut schon raus. No. Ja, tschüss. Ja. Ja, ja. So sein's. Tschüss, dann auch. Letzter Tag. Ach so. Du wirst bis 2 warten müssen. So wird der Supermarkt sein. Benona oder so. So, das ist der letzte. Ja. Letzte Tat für uns. Letzte Tat. Oh, ja, dann muss man so dran, Leute. Ja. Die Seller. Die Salami. Die Salami-Seller. Nocatella-Seller. Auf alle Fälle ist seine letzte Stunde angebracht. Ja, leider. Jetzt morgen geht's wieder retour. Ja, es war so schnell vorbei, die Woche. Gell. Ja. Wieder Wahnsinn. Aber schön war's. Und es ist schon wieder gebucht. Und jetzt gehen wir noch in unser schönes Stammcafé. Ja, und dann dackeln wir wieder schön gemütlich zurück. Genau. Genau, und dann so genießen wir nochmal schön das Abendessen. Genau. Und morgen geht es dann wieder Richtung Heimat. Das ist gut.